Amicia! Sie ist wach. Ruhig, Amicia. Öko. Arthur und ich haben dich aufgespürt. Du warst 3 Tage verschwunden, Amicia, und wärst fast gestorben. Wir hatten große Sorge. Öko. Lass mich allein. Komm, hör auf zu träumen. Geh zu den anderen. Die Ratten kommen bald. Wir müssen die Feuer entzünden. Was zum Henker? Komm schon! Ja, liebe... Warte doch mal. Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Ein Monat später. Das ist jetzt ein Monat später. Was ist denn da passiert alles? Also ich meine, bei uns hier wahrscheinlich nicht so viel, aber... Ich glaube, Roderick arbeitet im Innenhof. Aber... Was ist denn los? Ist das Schloss immer noch zugefroren? Großer Hammer, großes ja. Beil, zack. Der Winter ist hart dieses Jahr. Gut geschlafen? Fühlst du dich besser? Ein bisschen. Hast du wieder von ihm geträumt? Ja. Ich werde dir ein besonderes Gemisch aus Johanniskraut brauen. Schon in Ordnung, Lukas. Das brauche ich nicht. Ich vermisse ihn einfach. Ja, gut. Ich muss akzeptieren, dass er nicht zurückkommt. Na gut. Ich werde mal nach den anderen sehen. Kannst du Melly von den Problemen mit der... Truhe erzählen? Natürlich. Ach, Melly wird wahrscheinlich sagen, piss einfach drauf. Aber dafür ist es viel zu kalt. Piss einfach drauf. Wieso? Das hilft. So, warte mal. Ich will mal kurz hier nochmal ein bisschen rumschauen. Hier hingen. Du fühlst dich auch einsam, was? Na los. Nur Mut. Nur noch ein Tag. Was ist dann? Nur noch ein Tag? Was ist dann? Okay, warte mal hier. Oder wie auch immer, das ist okay. All diese Sachen. Ich erinnere mich an jeden Ort, an jeden Moment. Also viele sind es gar nicht, sind 2 Stück, hm? Aber das klappt nicht so richtig. Okay, ja, ich gehe mal runter. War eigentlich meine Aufgabe. Ich check hier nochmal. Die Lage, nehmen wir alles mit. Nee, schlafen will ich jetzt nicht. Lukas muss mit dem Büchersammeln aufhören. Bald liegen sie überall herum. Lukas Gesicht, als er dachte, das große Werk vollbracht zu haben. Und Hugo, gut gemacht, Lukas, du bist ein Zauberer. So, gut. Gelootet hier noch was? Nee, ist schon voll. Das heißt, wir gehen weiter runter. Ich glaube, im Garten und gut. Feuer entzünden, genau. Das war ja irgendwie sowas. Ach ja, ich bin gespannt, was hier mal rauskommt, ja. Also, überall Kerzen, die halten wahrscheinlich dann die Ratten fern, oder? Oder einfach bloß so Design-Schmuck. Bitte. Wenn du weißt, wo Hugo ist, hab Erbarmen und sag es mir. Oder wache über ihn, wenn du kannst. Ja, wir machen das zweite, ne? Okay. Das war dann, falsch. Warte mal, aber hier bin ich dahergekommen? Hier bin ich rein... Okay, hier geht's nie weiter. Hier bin ich. Ach so, ich bin da lang. Und vielleicht kann ich ja hier lang oder auch nicht. Warte mal, ich check mal, ob ich was bauen kann. Ah ja. Munitionstasche, das ist die Frage. Oder Behälter. Beschleunigen. Ja. Ich weiß nicht, ob sich lohnt sich das für 14 Geschosse. Ich meine, es ist nie verkehrt irgendwann. Oder hier oben. Ach, die Schüsse leiser. Oder das. Oder das. Beschleunigen. Ich mach das.
Ich denke mal, das macht schon Sinn. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So, jetzt haben wir nämlich gleich wieder das Zeug verballert. Das ist gut. Da können wir nämlich gleich wieder Neues einsammeln. Okay. Nimm bitte. Und hier war, was ist das? So viele Äpfel hatten wir noch nie. Ja, Hugo hätte sich damit vollgestopft, bis er platzt. Uns geht's so gut. Geht's so gut. Achso, warte mal, ich kann mal gleich mal schauen, was wir hier alles noch haben. Vielleicht können wir irgendwas bauen. Oh, von denen. Den ich da. Ein Stein. Inventar voll. Das ist okay, das haben wir. Das ist nur einmal und das ist auch und das ist nicht. Und okay, Steine brauche ich. Auch Steine. Roderick konnte wegen des vielen Schnees noch nicht weiterarbeiten. Ja, und wo soll ich denn hin? Irgendwas wieder übersehen. Hier sind wir lang, hier sind wir lang, hier sind wir lang. So. Okay. Ach, hier vielleicht, hä? Und ich will hier bleiben. Okay. Und was wenn? Was wenn, was wenn, was wenn du nicht mehr wie ein Tier leben müsstest? Oh, hallo Amicia. Hey, tut mir leid. Störe ich? Nein. Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon. Ich will nur, dass wir überleben. Wie bisher auch. Hört zu. Es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los. Und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du nervtötend bist. Deswegen. Oh, Lukas braucht Hilfe mit seiner Truhe. Ja, sicher. Er will mich einfach nur sehen. Warte vor. Wann immer du willst, Amicia. Na dann komm. Los, bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit... dem hier an. Ja, genau. Ja, warte mal, soll ich das jetzt schon anmachen oder was? Schon seit Wochen, Amicia. Tut mir leid. Ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Also, wie geht's? Ich fühle mich alt. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Danke. Hör mal, ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber... er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist wie ein Held aus einer Geschichte. Ein Held? Aber er wäre traurig, wenn du gehen würdest. Oh. Warte mal. Dummes Drecksteil. Müssen wir das nie anzünden dann irgendwie? Na gut, wir schieben erstmal weiter. Das sollte passen. Super. Aha, du machst das super. Du magst das Ignifer, oder? Gut. Ich habe eine Schwäche für Feuer. Tja, wenn du das sagst. So, mir reicht's. Alles in Ordnung, Roderick? Ja, alles gut. Ich krieg das schon noch hin. Hey, beruhige dich. Wenn du alles kaputt machst... geht doch. Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz. Die Roderick-Methode. Willkürlich, aber effektiv. Ha, probiert's mal aus. Schon dabei. Gut, übernimmst du das hier? Ich kümmere mich um das andere. Wenn du soweit bist. Dann mal los. Das Feuerbecken muss ganz am Rand stehen. Und, hast du irgendwelche Wunder vollbracht? Abwarten und Tee trinken. Gut, ich gehe dann mal baden. Aus diesem Graben kommt keine Ratte mehr raus. Dieses System gibt es aus gutem Grund. Ausgebildete Soldaten wird es nicht aufhalten. Arthur, Melly ist es leid, auf der Flucht zu sein. Melly und ich sind keine Menschen wie ihr. Aber vielleicht ist Melly nicht wie du. Ich verstehe schon. Du kümmerst dich um das Feuerbecken auf dem Wall. Ich zünde die hier an. Ach so, anzünden. Da sagt das der Kleine. Anzünden war Ignifier. Gut. Was machst du jetzt? Das da unten hier? Oder wie? Oder wo? Oder was? Wo soll ich das auch noch anzünden? Gut, dann zünde ich alles an. Okay. Wenn du sagst. Wenn du nichts machst, wollte ich meine ganze Mumpel. Ganz mumpeln. So, haben wir hier noch irgendwas vergessen? Hier unten? Okay, aber das muss ich wahrscheinlich dann dahinter machen, hä? Warte, warte, warte.
würde ich sagen. Der geht gar nicht, hä? Okay. Dann nehmen wir das mit. Vielleicht so rum? Nee. Haben wir alles? Ist safe? Oder? Warte mal, ich muss das wahrscheinlich dorthin da fahren noch, oder? Das dort. Okay. Würde ich sagen. Ich weiß es nicht. So richtig verstehe ich das System hier nicht. Da komme ich nie hin, oder? Ach, toll. Okay. Dann latschen wir ein bisschen rum, sammeln ein. Hier hoch? Ne, hoch komme ich nicht. Das ist... Okay, das ist auch okay. Da bin ich oben bei denen. Oder ich gehe nochmal hier hoch. Vielleicht hat er noch irgendwas zu melden. Oder? Du? Melden? Ne? Gut, okay. Also das hat irgendwie nie geklappt. Dann muss ich das nochmal. Ne, das ist runter. Das da oben, denke ich, kann man das doch, das kann man doch drehen, ne? So, okay, jetzt gehe ich hier ran, ja? Und das funktioniert wieder nicht. Wenn ich das nehme, geht das? Nee. 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 Ach, was soll denn der Mist? Macht das denn nicht so kompliziert hier? Wenn ich hier runtergehe, ich... Das ist sozusagen immer die Ecke. Ja. Das hier muss wahrscheinlich noch hier rüber, irgendwie dahin, denke ich. Ja? Dahin. Das Problem ist eben nur... Und das eine muss dort auch noch hin. Aber ich komme ja dort drüben nicht hin. Ich komme da nicht hin. Muss da wieder hoch, oder? Gut, also hier gab es doch in der Mitte irgendwie Kram, hier, das hier. So, das nehmen wir alles mit. Super Zeug. Super krasses Zeug. Ich kam hier, kam ich nicht hoch. Richtig? Ja, okay. So, jetzt müsste ich doch eigentlich hier hochkommen. Komme ich hier hoch? Nee, komme ich auch nicht hoch. Gut, das heißt, ich mache die nächste Leiter hoch. Geht auch nicht. So. Das war das, was wir gemacht haben. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich darüber irgendwie kommen. Wieso gehst du nie weiter? Okay.
Geht nie. Toll. Also runter. So, ich komme hier nirgendwo hoch. Komme ich hier lang? Hier komme ich wahrscheinlich auch nie lang. Okay. Dann probier's auf der anderen Seite. Da geht's nie lang. Da geht's hoch. Okay. Probier mal hier hoch. Im Ernst, hab ihn ganz allein geschoben. Ein Karren, so groß wie eine Kuh. Hör auf zu lachen, das ist kein Scherz. Ich stell mir nur vor, wie du eine Kuh schiebst. Ehrlich, das war unglaublich. Okay, wir müssen wahrscheinlich... Siehst du, sag mir einfach, dass wir hier etwas haben und dass wir Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Ich denk drüber nach. Steine, super. Okay. Vielleicht haben wir hier noch Kram irgendwie. Hey. Lässig. Gut, dass ich alles nochmal abchecke. Und wir können. Munitionstasche. Wir machen das hier. Das sieht schon viel besser so aus. Okay, wir sind total aufgerüstet. So, jetzt kann man natürlich hier nicht raus, sondern hier. Und wir schieben jetzt das Ding. Okay. Oder? Ist das... Warte mal, ist das richtig? Okay. Ich habe schon was blinken sehen, das nehme ich natürlich alles mit. Okay. So. Da wir ja dort nirgendwo rauskamen, war das auch nicht unsere Seite. Hier komme ich nicht hoch. Das heißt, wir machen das einfach mal weiter. Mal sehen, ob das dann irgendwie... Ich meine, ich habe das ja noch nie eingesammelt gehabt, deswegen, ja. Gut, ich bin fertig. Okay, siehst du. Stimmt was nicht? Ratten. Unmöglich. Scheiße, ich hab noch nie so viele gesehen. Die Leiter im roten Bereich. Wenn wir sie erreichen, kommen wir zum Turm. Benutzt dein Feuerbecken. Ich bahne dir auf meiner Seite einen Weg. Okay. Muss ich runter? Okay. Nee, nee, andere Richtung. Warte, check. Warte. Lass mal bauen. Okay. So, das heißt, wir nehmen erstmal alles hier oben, weil hier kommen wir wahrscheinlich nicht mehr wieder hin. So, jetzt füllt sich nochmal zurück. Füll auf. Genau. Jetzt gehen wir runter. Nee, das war falsch. So. So.
Nein, nein, geh doch mal hier hin! So, Alter, dreh dich doch mal immer ordentlich hin, so wo du gebraucht wirst. So. Okay. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich muss zur Leiter im roten Bereich. Naja. Sterbe ich hier. Ja, das. Ich schick dir ein Feuerbecken rüber. Na, dann mach mal los. Gut, ich zähle auf dich. So viel Feuer hab ich gar nicht. So viel Munition hab ich gar nicht. Was, wo, mach, tu? Was denn, Junge? Na, welches denn das? Oder was? Ungenauer geht's gar nicht, die Information. Wo ist denn hier ein brennendes Feuerbecken? Hier, das, okay. Gut, bin ich. Okay. Halte durch! Ich bewege das andere zu dir! Beeil dich! Wie das andere? Wo? Hier! Wir schießen! Alter! Ah, fuck! Was denn geschafft? Wir haben gar nicht geschafft. Wieso geht denn das nie? Ah, fuck. Ich hatte die falsche Munition. Das andere zu dir. Beeil dich. Amicia. Okay. Wo? Wie geschafft? Und, Leiter? Leiter. Okay. Endlich! Herr im Himmel! Ich dachte schon, das war's. Alles in Ordnung? Ja! Nee, gar nicht in Ordnung. Das Feuerbecken auf deiner Seite. Was denn? Wo muss ich denn jetzt hin? Aber wenn ich das Becken habe, das muss da hier bleiben. Muss ich rum oder was? Warte mal, wenn ich hier das mache? Nee, doch, doch, kommt doch dann hier. Ja, ja, nee, doch, 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 war richtig. Muss quasi. Wie kommst du voran? Ja, gut. Lieber hier oben als da unten. Was geht hier vor, Amicia? Sie haben schon mal versucht, da reinzukommen, aber nicht so. Wie kann das sein? Woher soll ich das wissen? Aber es ist fast, als würden sie angreifen. Na, hör mal. Das sind Ratten, keine Engländer. Aber danke. Sie wissen, was sie tun. Das habe ich erst einmal gesehen. Zu Amicia, Hause, auf dem Land. Ich brauche deine Hilfe. Was denn? Das mir. Okay. Ich kann nicht.
Okay, warte. Scheiße, wir hätten doch abhauen. Komm, lauf. So, jetzt komm hoch. Ich bin da, wir haben es fast geschafft. Los! Danke. Du verdienst deinen Ort. Das ist in Ordnung. Komm, gehen wir rein zu den anderen. Ich hoffe, okay. Wenn die Ratten reingekommen sind. Amicia, sie sind keine Kinder. Sie können damit umgehen. Ich will kein Risiko mehr eingehen. Ich werde nicht noch jemanden verlieren. Ehrlich gesagt wäre ich jetzt liebend gern so weit wie möglich weg von hier. Ich bin leider kein Zauberer. Geht es euch gut? Nein! Was zum Teufel ist los? Arthur, wurdest du gebissen? Nein. Wir müssen hier weg. Aber die Burg kann sie abwehren. Lukas, es waren noch nie so viele. Das ist kein gewöhnlicher Angriff. Was zur Hölle ist das? Hier lang! Schnell! Geh, tu, was getan werden muss. Hugo. Los. Hugo, das war Ellie, Hugo. Was machst du an der Tür? Sicher. Sie gibt sie nach. Was haben sie mit aus ihm gemacht? Dem Weg. Die Ratten. Er hat... Er kann sie kontrollieren. Ja, mit der Makula. Bitte schön. Wo kommt man da hin? Keine Probleme. Ach, rennt das doch mal. Welche Situationen gebaut? Dein Chateau ist baufällig. Die Ratten kommen spielen gleich durch die Verteidigungsanlagen. Ich muss mit Hugo reden. Ich kann... Du bist verrückt. Wir müssen abhauen. Amicia, er hat recht. Geh durch. Nein, nein. An die Arbeit. Hugo! Hugo! Töte sie, oder ich töte deine Mutter vor deinen Augen. Hugo, ich bin Amicia, deine Schwester. Wieso tötet ihr denn nicht den? Titan ist nicht vielleicht an seiner Seite. Ich gehe zurück, naja, das mache ich doch. Hugo, nein. Nun komm, Junge. Sie bedeutet dir nichts mehr. Ich habe überall nach dir gesucht. Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger. Hör nicht auf ihn, Hugo. Wo muss ich denn hin? Ich kann da hier nirgendwo hin. Ich würde... Was? Genug. Ich verfüttere sie an deine Ratten. Fass sie nicht an, Mistkerl. Mistkerl. Er kam freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast. Dank ihm wird Vitalis bald der einzige Träger der Makula sein. Was? Nein! Hugo ist der einzige Träger! War der einzige Träger! Sein Blut fließt nun in den Adern des Großinquisitors! Arthur, jetzt! Ich hab doch gedrückt! Also so richtig funktioniert das ja nie mit dem ganzen Mist. Töte sie, Kind. Ja, ich fliehe. Ich mach das. Nun komm, Junge. Sie bedeutet dir nichts mehr. Ich habe überall nach dir gesucht. Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger. Hör nicht auf ihn, Hugo. Füttere sie an deine Ratten. Fass sie nicht an, Mistkerl! Mistkerl! Er kam freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast. Dank ihm wird Vitalis bald der einzige Träger der Magd. Bla 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 bla, jetzt. Nein, komm, Kuh! Der ist der einzige Träger! War der einzige Träger! Sein Blut fließt nun in den Adern des Kuh.
Großinquisitors! Akku jetzt! Stirb! Ihr werdet in der Hölle sterben! Wir haben den Bastard! Ach Quatsch! Dann stechen ab oder so! Alter. Arthur, der Gute oder der Böse? Genau, sieh nach. Stechen noch. Stech nach, wenn er noch nicht ganz tot ist. Ich kümmere mich um ihn. Hugo? Hugo! Ich will nur mit dir sprechen. Er kann dir nichts mehr antun, Hugo. Guck mal. Guck mal. Na toll. Schon gut. Ich bleibe stehen. Du kannst herkommen. Komm. Du hast gelogen. Nein. Nein. Ich. Hugo. Ich wollte dich beschützen. Ich. Bitte. Du hast gelogen. Die Schwelle. Du hast es geschafft. Na, genau das habe ich gedacht und zack. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Für euch habe ich keine Verwendung mehr. Ich dreh durch. Nichts. Sie sind schnell. Wie Kakerlaken. Ich bin euer. Das ist das Ende.
euch rum. Töten. Ich reiße sie in Stücke. Melly, es tut... Halt einfach den Mund, verstanden? Bitte, hör auf. Ich töte sie. Ich verbrenne ihr verfluchtes Banner. Melly, das schaffst du nicht. Was ist mit dir? Stehst du einfach nur rum? Wacht auf, seht euch um. Du weißt nicht, was du da sagst. Ich weiß, dass wir abgeschlachtet werden. Wir alle. Sie haben meinen Bruder, deinen Vater, euren. Wir haben nichts mehr. Nichts. Sie hat recht. Amicia, das ist Wahnsinn. Wir sind 5 gegen eine Armee. Ich denke, dass wir jetzt viel mehr sind. Hat er die Schwelle überschritten? Ja, ich denke schon. Hugo, was willst du? Ich will Mama retten. Das ändert natürlich alles. Selbst wenn wir sterben, was haben wir zu verlieren? Wir? Nichts. Doch Vitalis... Jetzt können wir ihn aufhalten. Dann lass uns gehen. Auf den Tod! Auf den Tod! Wow, das war ja jetzt der Hammer. Oh, also wenn Kinder sagen auf den Tod, dann finde ich das ein bisschen seltsam. Okay, also liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.